Ach ja, es ist so idyllisch bei Edna bricht aus mit unseren siamesischen Pärchen im Bett. Das ist ja so, so schön, wenn wir doch wenigstens eine Idee hätten für das doofe Lakenproblem. Und mir ist noch nichts eingefallen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen Plan. Irgendwas müssen wir mit den beiden doch machen können, dass die sich hier mit ihrem Hintern mal wegbewegen. Irgendwas, worüber sie sich streiten. Und dazu noch dieses Ver... Nein, sie kann das einfach nicht außer selber benutzen irgendwie. Oder vielleicht im Topf packen. Cornflakes müssen nicht gekocht werden. Die sind ja auch crunchig und krümelig. Aber ich denke, es sollen eher die Chips sein, weil die so schön krümeln. Vielleicht in einen Topf packen? Nein, ich kann sie direkt aus der Tüte essen. Du sollst sie aber nicht essen, sondern die beiden sollen sie essen. Das ist viel cooler. Njam. Chips mit Senf. Nicht übel. Ja, so Senfsoße und so gibt's ja alles. Wie kann ich die Chips irgendwie so... so? Durch den Strohhalm passen höchstens die Krümel. Ist doch schön. Strohfried Strohhalm, sie findet ihr... Hurra! Ja, hurra! Einmal Hotdog mit ohne... Nee. Ja, hatten wir auch schon alles. Ach ja, ist nicht einfach. Chips mit... Das ist eklig. Darf auf Karte Knabber. Krabberkram. Chips mit... Ich esse lieber keine Chips, bevor die Spurensicherung da war. Genau. Chips mit Ketchup. Ja, Chips nicht üben. Chips mit... dem? Zusammen ergeben sie ein Frühstück für Übernachtungspartys. Vielleicht müssen die beiden auch weggehen und dann krümelt man das Laken voll und dann streiten sie sich. Wie kriegen wir die beiden denn dann weg? Wenn es nicht mit den Chips ist, dann anders? Haltet mal still. Ich habe eine Idee. Ihr seid frei. Ah. Oh nein. Wow. Was ist das? Was hast du nur getan? Bist du Chirurg oder sowas? Mit der Zickzackschere habe ich sie beide entfesselt sozusagen. Was ist los? Ihr seid befreit. Jeder von euch kann jetzt endlich das tun, was er schon immer wollte. Oh, diese Fülle an Möglichkeiten. Und dieser damit verbundene Druck. Oh je. Also das Einzige, was ich noch nicht ausprobiert hatte, war also die Lösung, die Zickzackschere. Vielleicht wollen sie jetzt, wo sie beide einzeln sind, ja auch verschiedene Dinge tun, wie zum Beispiel, dass der eine essen will und der andere nicht. Wollt ihr ein paar Kartoffelchips? Nein, man sollte keine Chips im Bett essen. Die krümeln nur das Laken. Aber sie sind immer noch einer Meinung. Und wenn man das Laken... Ja. Das Laken dort... Sagtest du... Gehen. Das hier ist das... Okay, aber jetzt sind sie getrennter Meinung vielleicht der Comic... Wollt ihr einen Comic lesen? Lieber. Wir kriegen uns im... Leute, ihr seid jetzt befreit. Was ist los? Ihr seid befreit. Jeder von euch kann jetzt endlich... Oh, die... Und dieser damit... Oh je. Der verbundene Druck. Sie sind nicht mehr zusammen jetzt. Irgendwie bin ich bestimmt auf einem guten Weg. Vielleicht der Kugelschreiber? Braucht ihr einen... Eigentlich. Wir spielen gerne so... Gegeneinander? Ja. Aber Mut okay. Er denkt sich irgend... Es sind Eskimos. Okay. Ich hoffe, es ist nicht schlimm, wenn ich manchmal ein paar Dialoge auch ein bisschen schneller überspringe. Ich lese die meistens auch schneller mit, aber darum geht's nicht, sondern ich will ja auch weiterkommen. Was wollt ihr dann, der Telefonhörer? Wollt ihr einen Ab... Kein Interesse. Wir haben auch so... Ach. Blöder Pudi ist zerschnitten und jetzt? Wollt ihr mein... Ist es eine... Woran würde ich... Eine ja, das hatten wir schon. Das geht also nicht mehr. Kommt, Leute, esst Chips jetzt, oder? Und dazu... Spielt ihr Polo? Oh, schon lange nicht mehr. Es ist nicht so einfach, siamesische Zwillingspferde zu finden. Siamese, der Topf? Braucht ihr einen Kopf? Nein, wir essen... Wenn man... Esslappen und dort... Sagtest du... Wo? Genau. Das hier. Vielleicht wollen die jetzt... andere Klamotten haben, wie zum Beispiel das aus dem Wäschedings, weil weiß ich nicht, das jetzt zerrissen ist.
Möchtet ihr mal... Nein. Nein. Da seid ihr euch... Sie und das in... Ja, das hatten das wir schon. Wir den Sushi. Sushi und von... Ist dann... Sushi haben es zerschnitten und es hat nichts gebracht? Wieso nicht? Vielleicht könnte ich die beiden trennen. Aber ich will sie nicht verletzen. Ja, ich hab sie ja schon getrennt. Ich hab sie schon getrennt. Was ist los? Jeder von... Oh, die... Und dieser Dame... Oh, je... Was ist los? Ihr seid doch jetzt getrennt, sagt sie. Und eigentlich sollen sie rumkrümeln. Oder ich soll sie wegschicken und dann rumkrümeln. Ach, Mann. Vielleicht noch mehr was zerschnibbeln, wie den Strohhalm? Ich werde mal... Das habe ich ja schon gemacht. Wollt ihr mal... Woran... An der... Oder einfach... Ich fürchte, es ist ein... Dann kann... Ein Strohhalm mit zwei Mundstücken. Kann ich den vielleicht nicht nur zerschnibbeln, sondern irgendwie bauen? Seltsam. Von dem Strohhalm steht gar nichts auf der... Warum gibt es eigentlich noch... Strohhalm mit zwei Endstücken. Fußnagelweißbuckeln! Igitt. Und ich habe ihn jetzt weggepustet. Das ist eklig. Ich säge den Lauf des Strohhalms etwas an. Dann kommen die Spuckekugeln nochmal so heftig. Vorsicht! Denk an die Killerspieldebatte. So. Der ist jetzt noch cooler, der Strohhalm. Niemand isst Strohhalme mit Messer und Gabel. Jet-Set-Kühe? Wenn es denn der Strohhalm überhaupt ist, vielleicht bin ich auch völlig hier auf dem falschen Trip irgendwie. Was kann ich denn jetzt machen, dass die beiden zerschnibbelt sind und ich trotzdem nichts tun kann? Das macht mich fuchsig, echt gerade in der Birne. Ich habe einen weiteren Streifen gemalt. Hoffentlich merkt es niemand. Du bist die Königin der Unterwelt, Edna. Okay. Wollt ihr meinen... Ist es ein... Woran... An der Uhr... Oder einfach... Ich fürchte es... Dann kannst... Ein Strohhalm mit zwei Mundstücken. Ist das denn möglich irgendwie, das hier zu bauen? Schau dich an. Du musst dich immer weigern, brav deinen Stinktrink zu schlürfen. Sonst wirst du irgendwann so krank und kaputt wie dein großer Bruder Stuhlbein. Und dann diese Musik noch die ganze Zeit. Ich hab keine Ahnung. Ich hab sie zerschnitten und lauf hier im Viereck bald. Was ist los? Jeder von euch kann jetzt endlich das tun, was er schon im... Oh, diese... Und dieser damit... Oh je. Vielleicht ist auch dieser Schritt einer weiter gewesen, als sie sollen. Vielleicht sollen sie sich erst zweier Meinung sein, dann wollen sie sich trennen. Und jetzt habe ich sie aber schon getrennt, aber das andere noch nicht gemacht. Boah, ich habe ja alles jetzt schon ausprobiert, was man ausprobieren kann, denke ich mir die ganze Zeit. Und für die Schocktherapie brauche ich den Bügel. Und für den Bügel brauche ich Herrn Mantel. Und den Herrn Mantel finde ich nicht, weil er sonst wo gerade steckt. Vielleicht ist ja hier auf dem Klo irgendwas, was ich machen kann. Okay, ich habe einen Plan. Wir verkleiden... Hatten wir schon. Nicht selbst, aber auch nicht... Können wir mit dem Strom irgendwie hier... Okay, Edna hat ein bisschen Wasser geschlürft. Das ist schön. Nein, dann wären sie ungenießbar. Irgendwas anderes, was wir mit dem Wasser hier machen können. Können wir den Schlauch zerschnibbeln? Was habe ich jetzt genommen? Habe ich was genommen? Oder habe ich nichts genommen? Sie hat wirklich einen Zickzack reingemacht, ne? Okay. Entschuldigung. Oh. Nehmen. Ich wollte nie Feuer. Ich war immer eher... Vielleicht kann sie aus diesem Stück zwei Strohhalme irgendwie schneiden. Weißt du? So, hä? Pieks. Okay, ich mache hier echt den Schlauch kaputt, merke ich gerade. Ich mache hier echt alles Schrott. Aber okay.
Was kann man noch mit dem Wasser machen? Jetzt habe ich Wasser in der Ohrmuschel. Ah ja. Ich habe da Ketchup hingeschmiert. Und Senf. Hui, sieht aus wie ein Psycho. Das ist voll eklig. Hat sie jetzt irgendwas gemacht? Nein. Der ist sauber genug. Es geht doch nicht ums Saubermachen. Es geht darum, Dinge auszuprobieren, wo ich keine Ahnung habe, was. Wozu? Das Wasser ist wohl temperiert. Irgendwas muss man mit dem Schlauch doch noch machen können. Okay, ich habe einen Plan gelegt. Und wenn die Schlange danach schnappt, trittst du ihr auf die Hände. Worauf wartest du denn noch? Auf die Pointe. Poki, sag mal was. Ja, dieser Raum hat tatsächlich überhaupt keine Walkthrough-Relevanz. Also natürlich muss man irgendwann im Spiel mal eine Spüle treten, aber weil wir halt diverse Spülen im Spiel haben und hier in diesem Screen gleich drei auf einmal, hätte ich mit diesem Raum auch theoretisch starten können. Ich bin aber trotzdem froh, dass ich ihn reingemacht habe. Erstmal macht er das Ganze halt irgendwie ein bisschen voller, realistischer. Ich wollte ja auch irgendwie, dass man die Anstalt vollständig begehen kann, also dass man halt auch wirklich einen realistischen Zusammenhang zwischen den Räumen hat. Und dann ist natürlich der unglaubliche Wasserschlauch, den ich halt einfach, glaube ich, nur reingezeichnet habe, weil da noch irgendwas hin musste da an die Seite. Und ich habe die Texte, also die ganzen Objekttexte, ja tatsächlich in einer sehr viel späteren Phase, erst als auf die Sprachaufnahmen zuging, geschrieben. Als das Spiel in seiner ersten Form fertig war, also zum Ende meines Studiums, war es durchspielbar, aber es gab kaum noch Texte. Und es war fast ein Jahr später, schon nach Firmengründung von Dedelic, dass ich die Sprachaufnahmen gemacht habe. Also nach der Gründung natürlich. Da haben wir dann das Spiel nochmal in die Hand genommen und haben die Sprachaufnahmen gemacht. Und da habe ich diesen Wahnsinn gemacht, dass ich die ganzen Objekte halt abgefangen habe und alle Interaktionen möglich gemacht habe. Ich wollte es einfach vollständig haben. Und ja, die Itemreaktionen mit dem Schlauch sind, glaube ich, meine Favoriten bei diesen Texten. Auch noch sehr bemerkenswert ist in diesem Raum, dass man ihn in Harveys neue Augen auch wieder besuchen kann, beziehungsweise man sieht ihn aus einer anderen Perspektive, und zwar sieht man das, was hinten in dieser Duschnische auf der anderen Seite dieser Trennwand mit der Spüle vor sich geht. Da gibt es denn einen neuen Insassen kennenzulernen, und die Kamera steht da quasi hinten links an der Wand und filmt in Richtung Tür, wenn man das so nennen kann. Und das, was ich daran halt bemerkenswert fand, war, dass in unserem Fokusgruppentest, da haben wir Adventure-Spieler eingeladen, die halt das Spiel noch mal, schon mal durchtesten konnten. Also habe ich es neue Augen jetzt, und nicht Edmund, bricht aus, sondern den Nachfolger. Und da hat tatsächlich eine Testerin bemerkt, dass ich dort einen totalen Fehler begangen habe. Und zwar, dass ich die Duschen auf die Seite der Trennwand montiert habe, während ich halt Pissoirs auf die Seite, wo hier in diesem Screen eben die Duschen sind, angebracht habe. Und die hat das als Bug reported in unserem Bug-Reporting-Tool. Es gab noch ein paar andere Einträge in dieser Fehlermeldung. Da habe ich wirklich mit offenem Mund da gesessen und gedacht so, wow. Ja, da hast du nicht mitgedacht. Aber das fällt natürlich auf. Stimmt, das würde mir auch auffallen wahrscheinlich, weil wir jetzt hier uns so genau umgeguckt haben. Wie ihr bemerkt habt, mache ich die ganze Zeit nur Blödsinn nebenbei, wenn Poki hier erzählt. Ich habe da auch echt keinen Plan. Ich dachte jetzt, man könnte mit dem Schlauch vielleicht was machen, aber das geht auch nicht. Tja. Was? Das gibt's doch nicht. Die Schere hinterlässt nicht mal einen Kratzer. Das Offensichtlichste. Wenn es doch nur Benzin für die Kettensäge. Das Offensichtlichste kann man hier also nicht machen. Ich überlege gerade, wenn wir zurückgehen, was wir dann machen können. Da war doch aber auch nichts. Also ich meine, Stinkdrink haben wir schon weggepackt. Telefonhörer könnten wir höchstens Juppie nochmal wiedergeben. Aber was wir brauchen, ist eigentlich Bügel Nummer 1. Und ich denke, wir sollen schon hier jetzt eigentlich in dem Bereich bleiben. Und ich denke, wir sollen irgendwas mit den beiden da hinten machen. Ich frage mich auch, ob ich irgendwas nicht eingesammelt habe. Vielleicht habe ich was übersehen in dem... Moment mal. Sind die weg? Die sind weg? Die sind tatsächlich weg, weil ich sie zerschnitten habe, die beiden. Und ich wollte gerade einen Cut machen. Decke? Cool. Ich darf nicht meinen niederen Trieben nachgeben. Nimm die bitte. Mir fallen zwar tausend Möglichkeiten ein, wie ich die einsetzen könnte,
Aber sie ist einfach zu sperrig, um sie die ganze Zeit mit mir herumzuschleppen. Ach Gottchen, gut, dann wirst du sie jetzt bitte bekrümeln. Im Bett darf man aber keine Chips essen. Richtig. Und deswegen machst du es auch extra jetzt schön krümelig. Und vielleicht noch mehr versauen? Jawohl. Und Ketchup. Alles drauf. Geil. Ich darf nicht meine Nieder... Toll. Wir haben es richtig schön vollgekrümelt. Jetzt gehen wir mal weg. Und gehen raus. Mal gucken, ob wir jetzt Glück haben. Das ist ja toll. Weil ich die beiden zerschnitten habe, sind sie sonst wohin gegangen. Darauf muss man ja auch erstmal wieder kommen. So ein Glück. So ein Glück. Aber sie liegt immer noch da, die Decke. Mist. Vielleicht müssen wir nochmal richtig irgendwo reingehen. Reicht das jetzt? Was anderes habe ich auch nicht gemacht. Bitte lass die Decke jetzt weg sein, damit sie gewaschen wird. Jawohl, ich habe Glück gehabt. Cool. Sie ist weg. Herrlich. Okay, und wo ist sie jetzt? Ha, jetzt kommen wir weiter. Okay, und ich denke schon die ganze Zeit, Alter, wie kriege ich die beiden siamesischen Typen hier weg? Sie gehen von alleine. Manches ist eben doch nicht so schwer, wie man denkt. Was würde Edna jetzt dazu sagen? Brauche immer so lange im Moment hier zum Laden irgendwie für die Screens. Da wird es nicht sein. Vielleicht liegt das jetzt auf dem Boden zufällig, wenn ich hier jetzt vorbeifahre. Wir versuchen es mal. Und los geht's. Wird das jetzt gewaschen und liegt da irgendwie unten? Wäre schön. Müsste dann der nächste Ausgang sein. Aber wissen tue ich es nicht. Da kommt der nächste Ausgang. Und? Können wir raus? Liegt es jetzt da? Ja! Ja, wir haben es geschafft. Coole Sache. Yay. Okay. Das sind ziemlich große Waschmaschinen. Wir sind weich gelandet. Das ist toll. Gut, dass die da lag. Sonst hätte ich mir wohl etliche Knochen gebrochen. Wahrscheinlich. Können wir das jetzt nehmen? Will sie wahrscheinlich nicht, ne? Nein, ich will vielleicht... Oh ja, und dann Autoscooter. Ja, Harvey. Was haben wir hier? Nur noch mehr uninteressante Wäschesäcke. Ist das hier Bügel Nummer 1? Yay, wir haben Bügel Nummer 1. Nummer 1. Jetzt können wir unsere Schocktherapie machen. Ist das nicht toll? Ich gehe mal hoch. Wie sie da hochkrabbelt. Was ist hier drinne? Benutzen. Benutz mal die Tür. Ah, oh, wo sind wir denn jetzt hier? Was ist das? Nur der obligatorische bringt eure Löffel zurück in die Mensa Aushang. Okay, dann gehen wir mal hier lang. Mein Gott, wir kommen richtig rum hier. Das finde ich super. Was ist das hier? Graffiti. Von wem? Sehr gelungen. Wahrscheinlich wird sie das wieder nicht zerstören. Können wir dazu was malen? Nein, das soll heil und sauber bleiben. Das war klar. Wie Poki gesagt hat, so. Dr. Marcel soll das sein. Auch witzig. Wie Poki gesagt hat, so sie lässt von den Insassen das hier, ja, in Ruhe. Geh mal da durch. Benutzen. Tür. Hallo? Hör, wo sind wir denn jetzt hier? Aktenschrank. Formular. Erst vom betreuenden Arzt unterzeichnen lassen, dann am Seminartag dem Therapeuten vorlegen. Aha. Erst vom dann... Kannst du das nehmen? Ja. Was haben wir hier? Die ist nicht an mich adressiert. Oh. Postkarten sind eigentlich ziemlich nutzlos. Hier steht, der Mond fällt auf die Erde. Besorgniserregend. Kannst du das nehmen? Die will ich nicht mitnehmen. Hier steht nämlich, der Mond fällt auf die Erde. Und diese Botschaft kann gerne hier unten im Keller bleiben. Ja, hast du davor Angst, Edna? Was heißt das? Der Mond fällt auf die Erde. Wer schreibt denn sowas? Gibt's da keine Anleitung zu? Oder Sekundärliteratur? Benutz mal den Aktenschrank. Nee, mach mal auf. Ansehen. Mal sehen. Wieder nur Akten. Hey, das sieht brauchbar aus.
Da ist ein Register mit den aktuellen Insassen. Daneben steht, wo ich die entsprechenden Krankenakten finden kann. Ein paar von den Namen kommen mir bekannt vor. Eigentlich finde ich ja nichts langweiliger als Akten. Aber in fremden Krankenakten zu schnüffeln ist so herrlich verboten. Also, wessen Krankengeschichte gucke ich mir an? Oh, jetzt können wir hier die ganzen Krankengeschichten uns angucken. Der Mann im Bienenkostüm. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name? Der Mann mit dem Bienenkostüm. Erstes Haustier? Ein schwarzes Pony. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als erstes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Mhm. Was haben wir noch? Adrian, König des Aufenthaltsraums. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name Adrian, König des Aufenthaltsraums. Erstes Haustier, eine rote Katze. Besonderheiten, wurde beim Sportunterricht immer als zweites ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Oh, das wird schwierig. Wenn wir jetzt irgendwelche Fragen beantworten sollen, kann ich mir es bestimmt nicht merken. Was haben wir noch? Nee, warte, schau mal an. Troggelbecher. Ach, ihr Troggelbecher. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name? Troggelbecher. Erstes Haustier? Ein grüner Hund. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als drittes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Boah, bestimmt kommt noch irgendwas, wo wir sagen sollen, welches Tier, welche Farbe und welche, wer als erstes, zweites und so. Schrecklich. So, Peter. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name? Peter. Erstes Haustier? Ein blauer Goldfisch. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als vorletztes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Also mehr nicht. Vielleicht sollte ich mir das mal aufschreiben für die nächste Session oder so, für den Fall, dass es gebraucht wird. Hoti. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name Hoti. Erstes Haustier? Eine gelbe Ratte. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als letztes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Der kam als letztes, okay. Ich glaube, jetzt haben wir nur noch einen. Wenn ich mich nicht täusche. Nee, keine. Keine mehr, okay. Dann mach mal zu. Und mach mal die auf. Achso, geht nur die? Eine kompakte Aktenkonsole für Hängeordner. Nee, sie macht immer automatisch die obere Schublade auf. Leute, wir haben es bis hierhin schon geschafft. Das finde ich ziemlich gut. Und dann würde ich sagen, hören wir uns das nächste Mal auch den Poki an. Mal gucken, was der noch dazu sagt. Und ich könnte mir, wie gesagt, sehr gut vorstellen, dass man sich hier die Reihenfolge und die Tiere, Farben und letzter, vorletzter merken muss, um irgendwas zu beantworten oder ich weiß nicht. Bin gespannt, was noch kommt bei Edna bricht aus. Leute, ich hoffe, ihr auch. Bis dann.